So, willkommen, willkommen. Da ist der Andreas. Moin, moin. Da ist der Christian und hinter der Kamera bin ich. Es ist früh am Sonntagmorgen und wir sind hier bei Westgolf. An der Stelle schöne Grüße an Alex Pilock von Wir lieben Golf und Craig West, dem Betreiber der Golfschule hier. Und wir werden ein Coastblock spielen, das erste Mal für 2018. Yeah! Und da freuen wir uns alle. Die Jungs haben gerade schon fleißig Bälle auf der Range gekloppt. Insofern wird das super. Format wird so sein, wir spielen ein Matchplay. Und wir wissen gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, Dog nennt der Crossfield das. Also im Prinzip ist so, alle starten jetzt auf All Square. Derjenige, der das Loch gewinnt, geht eins auf und die anderen beiden versuchen, den zu kriegen. Und wenn das wieder auf All Square ist, neues Spiel, neues Glück. Das ist der Plan. Genau. Sonst irgendwas Wichtiges bei dir? Du bist Papa geworden, ne? Ja, ist aber schon ein bisschen her. Ja, hast gar nicht so dicke Augenränder. Ah. Und Christian ist aus dem Taunus gekommen heute, ne? Genau, ich komme frisch aus dem Skierlauf, ja. Von daher ein bisschen Kontrastprogramm. Okay. Aber, starke Beine hast du dann. Das soll helfen beim Golfen. Das soll helfen beim Golfen. Okay, wir müssen gerade noch warten, bis die Gruppe vor uns weg ist, aber ich kann euch schon mal das Loch erklären. Also Par 4 vorne gesteckt heute. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter das sind. Ein bisschen in den Wind. Wir haben hier links einen Bunker und ich glaube rechts ist da einer versteckt, ich weiß es gar nicht. Es wird so sein, der Andi bekommt, was hat man gesagt, einen vor? Chris einen vor und Christian kriegt von uns beiden sechs vor. Ja, und dann machen wir uns mal eine schöne Runde, euch viel Spaß beim Gucken. Und ja, also Andreas gleich mit dem der Ehre. Schön, überall stehen Kameras und ich bin der Erste, der vorschreien darf. Ja, du. Also, mit dem Driver gelber Ball. Guter Zug dahinter, über die Schwäne. Ich glaube, da ist keiner. Mit Ankündigung. Ja, passt. Alles gut. Aber die gehen gut nach vorne. Sah gut aus. Soll ich übernehmen? Christian auch Driver? Ja. Ich bin übrigens in Weiß. Mhm, okay, ja. Sehr gut. Kommen wir uns nicht in die Quere. Ich nehme dich auch. Oh ja. Der sieht stark aus. Sehr gut. Das ist ein bisschen hoch. Ja, aber alles gut. Ich muss an den Ball liegen. Auf jeden Fall. Ich bin auch in Weiß, aber mit meinem Logo drauf, dass wir nicht durcheinander kommen. Damit kann ich nicht die. Okay. Der kommt zu mir. Ja, der ist noch weiter rechts. Ja, alles klar. Dann gut, schönes Spiel, Jungs. Gutes Spiel. Gutes Spiel. So, wir stehen genau an der 150er Markierung. Oh, der ging nach rechts weg. Das war ein Hackentreffer. Schade. Naja. So, ich habe meinen Ball gefunden. Ich sehe nur nichts. Ein großer Hügel. Müssen so 164 sein, müsste Fahne. Fahne steht Mitte, ne? Wenn du das sagst. Versuchen wir jetzt eher nach in die richtige Richtung zu schubsen. Also 6. Und dann mal gucken, ne? Mal schauen, was wir daraus machen.
Jetzt haben wir sie doch vertrieben. Okay, da ist der Christian. Ich habe es nicht mitbekommen, aber er hat wohl... Na, er hat sich wahrscheinlich einfach in die Richtung von Loch vertan, Andreas, oder? Sieht so aus. Ja, also nicht, dass er den irgendwie komisch getroffen hätte. Jetzt liegt er schon am Abschlag von der 3, dabei müssen wir die 2 erst noch spielen. Und die 1-2. Die 1-2, genau. Hat jetzt über ein langes Rough hier den Schlag zur Fahne. Und ja, wahrscheinlich ein bisschen nervös, aber das ist normal. Hört sich dünn an. Wenn der liegen bleibt, ist ja gut. Wow, geil. Der hatte ordentlich Spin. Der hatte ordentlich Spin. Meter hinter der Fahne aufgekommen und dann liegen geblieben. Ja. Respekt. Sehr gut. Dünn gewinnt immer. Ich übergebe euch mal an den Andreas. Grauenhaft getroffen. Gutes Resultat. Schöner Spin. Ah, okay. Also hier kann man nichts rauffallen lassen, das ist diese dicke Welle. Passt bis zur Fahne fliegen lassen. Und, 56 Grad, das wird hoch rankommen zu lassen. Oder dünn, ganz viel Spin. Oh, der ist ein bisschen links, ne? Ja. Aber liegt auf dem Grün, geht nicht in den Bunker. Ja. Hast du nichts kaputt gemacht. Und da sehen wir schon gleich den gelben Ball von Andreas. Ja. Schöner Putt. Bitte? Ja, komm, den glauben wir dir. Okay, zu 5. Das heißt, wir den jetzt noch, geht er auf, also mit drauf. Ja. Hast du ein bisschen Adrenalin? Das auch. Okay, Andreas. Die Fahne steht nicht ohne. Also was man nicht sieht hier hinter noch, ist eine kleine, große, fiese Welle. Der für 1 auf. Okay, der ist geschenkt. Und dann ist der von Christian auch geschenkt, weil... Es können ja nicht 2-1 aufgehen, also teilen wir das in 5 und sicher gelocht, super. Also geht's auf zur 2, paar 3, das sehen wir da hinten. Da müssen wir abschlagen. Das sieht aus, als wäre die Fahne eher
links hinten. Also das Grün ist eher, also quer zu uns. Ein bisschen länglich. Also paar 3. Das hat jetzt Handicap 19. Wir haben uns mal gerade überlegt, wenn es so geratet ist, müssen wir immer durch 2 teilen. Ne? Und dann kriegt Christian jetzt hier einen vor. Das heißt, absoluter Favorit auf das Loch jetzt. Wie viele Meter haben wir? 170, okay. Du hattest 164. Bisschen Rückenwind, glaube ich. Ja. Das ist dann irgendwas 5, 6, 4, je nachdem. Wer mag? Keiner. Es will. Ihr seht das nicht, aber wenn man so eine Frage stellt, da gucken sich immer ganz viele Leute fragend an. Gerne, aber ich möchte es niemandem wegnehmen. Also, 2018 ist ja das Jahr von Ready Golf. Also dieses Gedöns mit Ehre und sowas, das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Was hast du in der Hand? Eine 5, ja. Sollte funktionieren. Bisschen rechts gestartet, auf den Bunker zu. Ja, rechts auf dem Grün. Short. Sicherer Schlag. Ne, war ein bisschen dünn, ne? Okay, Christian, was hast du dann? Ich hab mal eine 6 genommen. Ja. Sah schon mal sehr gut aus. Also, den jetzt mit Ball, wow. Können wir eigentlich schon schenken, das Loch. Gucken wir mal, was wird. Richtig, sehr gut. Zweite Mal. Flach unterm Wind durch. Ja. Aber ist ein guter Winkel zur Fahne. Todesmutig an die Fahne ranhauen. Also, das ist der Plan, was rauskommt. Sehen wir dann. Aber. 5er Eisen? Ja. Boah, das ist. Die Scheiße ist bei dem. Darf man das sagen? Fernsehen, ja. Bei den ganzen Lagen, die du anhast. Man kann sich überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kann sich nicht bewegen. Ich trinke gleich die Jacke auf. Genau, bei mir liegt es definitiv an den Lagen, die ich anhabe. Ja, ne? Ja, ja, ja. Kann da nicht mal einer was erfinden. Okay, also Eisen 5, auf die Fahne. Boah. Er war fett. Ja, vor allem auf den Bunker zu, aber geht nach links runter. Das, der hat nicht viel Ball gesehen, sagen wir mal so. Es ist ein Coursework, es ist kein Instruktionsvideo, ne? Das, Oh, 60 Meter. Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der hier dauernd so einen Esel hört? Ja, irgendwas. Leider auch flach nach rechts weg. Das ist nix. Er sagt, er hat eine Bergablage und er muss hochspielen. Über den Bunker. Gucken wir mal, wie er das macht. Okay. 60 Grad. 60 Grad Wedge. Der könnte kurz sein. Ah, leider im Bunker. Oh, Hanglage. Da hinten hin zur Fahne. Dazwischen ist noch ein Bunker.
das Grün. So, jetzt wollen wir mal schauen, was der Andreas mit seinem Straighter-Putter so anfangen kann. Ich spiel ihn schon mal ran, ne? Genau. Tja, der Markus von Straighter-Putter wollte halt eigentlich auch mit dabei sein. Aber ihn hat leider eine Grippe erwischt. Deswegen kann er heute leider nicht mit von der Putter-Party sein. Ich übernehme das mal hier, das gibt bei mir nichts mit dem Golf heute. Jetzt muss ich an der Bahn. Und also hier liegt ja beide quasi netto 2, ne? Du hast einen vor, liegst 3, richtig? Und Andreas liegt glatt 2. Kann raus für euch? Super. Dann sehen rein gleich zum Paar, den zum Netto-Paar. Ist gar nicht so ohne. Sit, sit, sit. Den hast du drüber gebügelt. Das ist noch ein bisschen Arbeit. Sichere 2 Part für den Christian. Jungs, wollt ihr nicht? Okay, den können wir schenken dann. Und Formsache sehr gut. Also gewonnen für Christian. Eins auf. So, Christian, eins auf hier an der Bahn. Guck mal gerade, das ist ein kurzes Par 4. Kurzes Par 4, 306 Meter. Da ist da vorne, kommt Wasser ins Spiel. Ja. 11, 12, da hat er noch einen vor. Da hat er einen vor. Das heißt, du hast wieder einen vor. Genau, und wenn ihr mal schaut, wir haben hier den Abschlag. Da hinten ist das Grün und davor ist rechts ein großer Teich, der Bälle schluckt. Und im Prinzip muss man hier über den 100er Marker, meine ich. Über diesen Marker muss man drüber und dann fällt das noch so ein bisschen von links nach rechts. Also kleine Hilfe. Und was haben wir bis zum Wasser? Habt ihr das gemessen? Also zu dem netten Herrn, der da vorne steht, ja. Waren es jetzt 220 Meter. 220, ja. Ja, ja. Das ist super. Ja. 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 Ja, das ist so, Andreas. Also der Christian, der macht dir regelmäßig, guckt dir meine Videos und macht auch das Training. Deswegen ist er so ein langer Hund. Ja, da reicht ein Hybrid für 210 Meter. Verstehe. Das, aber du bist ja jetzt Papa, du hast ja für sowas keine Zeit. Schwungmasse zu kriegen. Ja, das ist auch. Das lebe Weihnachten. Das lebe Weihnachten. Ja, kurz gucken, ob das der Pro Tracer an ist. Er läuft. Aber Andreas, wir müssen mal ein bisschen jetzt unser Spiel in den Griff kriegen, weil sonst zieht der junge Herr uns ab, ja? Das, ich will im Fernsehen. Ich grüße meine Mama und meine Kinder. Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Ja, ich denke auch. Kurz in Sicherheit wiegen und dann zuschlagen. Weil wir dann, so, das ist ja auch doof, ne? Sobald wir dann ja aufgeholt haben, sind wir wieder nicht Feinde, aber auch keine Freunde. Nee, keine Freunde. Da müssen wir dann, naja, ich sehe einen Ball, der liegt gut. Das dürfte Christian sein. Nein, wir spielen ja hier auch nicht aus Spaß. Ne? Nee, Spaß ist. Golf dann würden, Spaß, dann würden wir nicht Golf spielen. Golf ist, um sich selber zu bestrafen. Christian liegt hier vorne. Markus geht nochmal spazieren da hinten. Da vorne irgendwo liegt mein Ball. Ah. Schön übers Wasser gleich. Gut im Rückenwind. 110 Meter. Schauen wir mal, wo wir mit dem Gabbage hinkommen.
gestartet. Aber es ist die sichere Variante. Oh, das wird eng. Das wird eng. Der dürfte noch liegen, aber da hinten ist auch eine Ausgrenze. Hätte ich vorher erwähnen sollen, oder? Vielleicht nicht ganz so schlecht gewesen. Matchplay. 76 Meter habe ich bis zu fahren. Versuch mal in 58 Grad, das wird eng, aber... Da hinten sehen wir den gelben Ball von Andreas, sicher auf dem Grün. Ich höre es mal von hier, nämlich auf der anderen Spielbahn. Das geht auch besser. Ich glaube, der ist sogar im Wasser, wenn ich zu kurz dafür war. Oh ja, Andreas hat es schön hingelegt. Deswegen, da bin ich hier. Noch mehr. Ja, das ist jetzt schon mein dritter, ne? Nicht das einmal, das ist ja mit Abwehr. Wir versuchen da mit dem Eisen 9 da flach rein kommen zu lassen. Dass man den ja eigentlich auch schenken kann, ne? Das ist der Plan. Gut, es ist noch Sonntag, früh am Morgen. Ja. So, ich probiere das nochmal. Das ist ein schönes Motiv hier. Ja. Direkt vor dem kleinen Teich. Okay. Ja, ein paar Entchen schwimmen über das Wasser. Sehr idyllisch bei Westgolf hier. War nicht ganz so schlecht. Die richtigen Leute Golf spielen lassen und ich kümmere mich ums Filmen. Jeder das, was er kann. Okay, willst du da hoch? Hoch ran? Okay. Ja, ist hier so eine kleine Kuppe drüber und die Fahne steht in so einer kleinen Schüssel. Ja, ein bisschen zugemacht. Sit. Sehr gut. Und da hinten ist noch eine Welle, die hält ihn auf. Sehr gut. Das war ja quasi ein zweiter Schlag erst, ne? Netto. Hast du gut gemacht? Ja. Sehr gut. Also liegt er jetzt zum Birdie, wie auch der Andreas. Andreas hat aber einen, nennen wir es mal, spannenden Putt. Also hier ist das Loch. Dann geht's vom Loch aus berg hoch, also gleich vom Putt berg runter. Und Andreas hat gesagt, ich nutze das ganze Grün aus. Ja, und hat hier mal einfach den hinten an den Grünrand rangelegt. Müsste auch ganz gutes Break drauf sein. Wie siehst du den, Andreas? Okay. Bin ich mal gespannt. Ich sehe den tatsächlich andersrum. Also hier, warte, da ist diese Welle. Ich meine, es fällt so, aber... Also den zum Birdie.
Nee, also weder noch. Ja, am Ende. Aber siehst du die Welle? Die schmeißt ihn schon ein ganzes Stück so runter. Also ich würde den ja schenken, aber das ist nicht meine Entscheidung. Der ist geschenkt. Sehr gut, zum Paar. Hätte ich ja nicht gemacht. Ja, sehr gut. Also Christian hier mit zwei Putts, um sich das Loch zu teilen. Und sonst gewinnt er das Loch, wenn er ihn reinmacht. Was für ein Hintergrund, wunderschön, wunderschön. Der ist gut dosiert, der kommt nicht rum. Ja, komm, der ist gut. Der ist geschenkt. Also Christian, weiter eins auf.